ihr Kästchen öffnete und siehe da, da waren für Auschwitz etwa 30 SS-Leute, bekannt mit Namen, Anschrift, Alter. Aber es gab keine Zeugen für ihr Tun. Und in Anlehnung an das Münchner Urteil verteilte Ludwigsburg diese SS-Leute an die zuständigen örtlichen Staatsanwaltschaft. Und daraus sind dann die Verfahren entstanden, die durch die Presse greifen, die SS-Leute über 90. Ein Verfahren, letztes Verfahren, läuft zurzeit in Hamburg. Auch Frankfurt bekam zwei. Von dem einen wusste man, der ist geistig so hinfällig, der kann nicht mehr vor Gericht gestellt werden. Der andere ist von meiner Kollegin angeklagt worden, vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Hanau. Warum? Weil der SS-Mann damals, als er in Auschwitz als Wachmann war, 17 Jahre alt war. Das Verfahren ist eröffnet worden, die Vorbereitungen waren abgeschlossen und eine Woche vor Prozessbeginn gibt der Mann über Nacht den Löffel ab. Er lebte alleine, kein Fremdverschulden. Das Verfahren war zu Ende. Und ähnlich ist es auch mit anderen Verfahren gelaufen, mit Ausnahme Lüneburg. Schwurgerichtskammer Lüneburg, betreut von der Staatsanwaltschaft in Hannover, der Herr Gröning. Herr Gröning war, Chef der Häftlingsselbstverwaltung. Ist ein komischer Name, aber der hat sich nun mal da in dem Lager so eingebürgert. Aufgabe war es, nach ankommenden Transporten das Gepäck zu sichern, abzutransportieren, die Rampe zu säubern und so weiter. Gröning ist verurteilt worden nach der Einheitstheorie, hat glaube ich 3 oder 4 Jahre Haft bekommen und das Verfahren hätte danach eigentlich nach 3 Tagen erledigt sein können. War es aber nicht, weil der Richter etwas sehr Kluges getan hat, was zwar nicht unbedingt in der Prozessordnung vorgesehen war, aber er hat den zahlreichen Nebenklägern, Angehörigen von Häftlingen, Häftlinge selbst, endlich die Möglichkeit gegeben, ihre Erlebnisse oder die Erlebnisse ihrer Angehörigen vor einem deutschen Gericht zu schildern. Das ist für die Opfer sehr, sehr wichtig. Und bei allen Gelegenheiten, die ich habe, kriegt der Vorsitzende Richter von mir ein ganz besonderes Lob. Das ist wichtig. Der zweite Schritt ist, es ist in dem Verfahren Revision eingelegt worden. Es kommt zum dritten Strafsenat. Und siehe da, im Jahre 2017, am 22. September, sagt der dritte Senat, ja, diese Gleichheitstheorie ist rechtens und kann auf diese Verfahren angewandt werden. 2005 München, 2017 Karlsruhe. Es ist sehr viel Zeit ins Land gegangen. Diese Entscheidung ist viel zu spät gekommen. Aber der Bundesgerichtshof kann nur über die Dinge urteilen, die ihm auch vorgelegt werden. Und das war im Fall Gröning das erste Mal. Und so ist dann diese Entscheidung zustande gekommen. So, in Anbetracht der Zeit müssen wir noch mal, haben wir noch ein paar Publikumsfragen. Da vorne habe ich eine gesehen. Ja, kurze Frage. Wie erklären Sie sich denn diese eklatante und wirklich schockierende Untätigkeit, also der aus Reihen der Justiz, da Initiativen in diese Richtung, Einheitstheorie,
keine Verschleppung von Verfahren, Konfrontation von Kollegen im Justizapparat, die da offensichtlich überhaupt kein Interesse haben, weiter zu verfolgen. Sie sagen es jetzt 2005, 2012, ganz ehrlich, als auch irgendwie irgendwo persönlich Betroffener mit meiner persönlichen Geschichte, das ist genau das, was einen so traurig macht, dass in Deutschland solche himmelschreienden Vertuschungen und einfach Vermeidungsstrategien von höchster offizieller Stelle quasi ganz offensichtlich befürwortet worden, dass sowas eben nicht passieren konnte, beziehungsweise erst wenn Leute verfahrensunfähig sind, zu alt, natürlich irgendwie jemand nach über 90 dazu Verantwortung zu ziehen vor Gericht, das wirft auch wieder Fragen in der Gesellschaft auf über den Sinn solcher Aktionen. Also es ist manchmal wirklich nur zum Schreien, wie lange das gedauert hat und wie ist denn Ihre Position, dass Sie quasi in so einer Ausnahmeposition da waren, absoluten Ausnahme. Man kann sie als Helden heute sehen, weil es einfach so unnormal ist, was da abgelaufen ist und das, was eigentlich hätte normal sein müssen, nicht stattgefunden hat. Danke. Ja, was soll man dazu sagen? Ach so. Als der Krieg zu Ende war, war für die Bevölkerung zunächst das Wichtigste, wie stille ich meinen Hunger, wie komme ich aus meinem Kellerloch endlich zu einer vernünftigen Wohnung, wann kommt der Mann aus der Gefangenschaft und wie ist es mit der Arbeit. Gleichzeitig begannen in Nürnberg das große Verfahren gegen die Hauptverbrecher. Anschließend folgten aber 12 weitere Militärgerichtsverfahren der USA gegen Auswärtige Amt, Ärzte, Einsatzgruppenleiter und so weiter. Die Franzosen hatten ihre Verfahren in Rastatt und Metz. Die Polen schon im Herbst 1945 in Krakau, wo auch der Kommandant Höss mit angeklagt war und hingerichtet wurde. Auch da gab es Freisprüche. In Hamburg gegen Bergen-Belsen SS-Leute. Zusammengefasst musste die Bevölkerung denken, ist ja prima, die Alliierten haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn dann noch ein Herr Adenauer sagt, also man sollte wohl jetzt einen Schlussstrich ziehen, muss man sich nicht wundern, wenn in der Bevölkerung da keine große Neigung zu besteht. Erst im Jahre 57 wurde man aufmerksam, als ein Polizeidirektor meinte, es sei an der Zeit, die Pension zu beantragen. Und als er der Lebenslauf überprüft wurde, stellte man fest, dass der Mann mit seiner Polizeieinheit in Litauen an Judenerschießungen beteiligt war. Ein Mann, der völlig unbehelligt nach 45 durch die Gegend marschierte. Es kam zu dem sogenannten Ulmer Einsatzgruppenprozess. Und da stellte man dann fest, mein lieber Herr Gesangverein, was marschiert hier in Deutschland eigentlich noch durch die Lande mit ebenso viel Dreck am Stecken? Und das war Anlass für die Landesjustizverwaltung, die Zentralstelle für die Untersuchung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg einzurichten. Und damals, 58, und damals wurde zum ersten Mal systematisch alles durchforstet und wenn eine Akte durchermittelt war, ging es an die zuständige Staatsanwaltschaft. Aber vor Ludwigsburg
Und in etwa auch zeitgleich mit unserem Verfahren liefen in Düsseldorf Verfahren gegen SS-Leute des Vernichtungslagers Treblinka, gegen in Siegen Verfahren gegen SS-Leute Sobibor, Klammer auf, Vernichtung der Häftlinge durch Autogase. Und 1962 ist schon beim Landgericht in Bonn eine Reihe von KZ-Angehörigen in reinen Vernichtungslagern durch die Bank zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Also es lief, wenn auch schleppend und wenn auch zwischendurch Pausen waren und die Neigung der Bevölkerung nicht so groß war. Und sie ist auch nach unserem Verfahren nicht begeisternd angestiegen, nur Bauer hatte sein Ziel erreicht. Es war der größte Nachkriegsprozess der Justiz. Das Urteil war rechtskräftig und keiner, ich sage mal bewusst, sollte nicht mehr behaupten dürfen, es hat keine Gaskammern gegeben, es hat das ganze Lager in der Form gar nicht gegeben. Das ist alles Lug und Trug. Wir wissen leider, dass es immer noch törichte Menschen gibt, die das behaupten, aber gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Was will man machen? Ich habe auch noch mal eine Frage, das ist eher persönlich oder privat. Sie sind 1928 geboren, sagten Sie, da fällt ja Ihre Jugendzeit in die NS-Zeit rein und das sind Sie wahrscheinlich auch indoktriniert worden. Wie war Ihre Haltung zum NS-Staat? Gab es dann auch einen Wandel? Und ganz kurz noch, ich habe noch eine Detailfrage zum Schluss. Sie haben das am Schluss einen Gräger, Fall Gräger oder so ähnlich erwähnt, der wäre Chef der Häftlings-Selbstverwaltung gewesen. War das ein Funktionshäftling oder war das ein SS-Posten? Wer war das? Zuletzt haben Sie einen erwähnt, der Chef der Häftlings-Selbstverwaltung gewesen wäre. Das war ein SS-Mann, das war der Herr Gröning in Lüdenburg. Ach so, ich habe, ja, also nicht der Lagerälteste. Ja. Okay. Jetzt war Ihre Frage nochmal. Die Frage war, wie waren Sie? Ach so, meine Jugend. Ja, ich bin im April. Ich bin im April 39 Pimpf geworden, war bei Kriegsausbruch, 1.9.39, gerade 11 Jahre alt. Aber dann entwickelte sich, bedingt durch die Kriegszeit, der Schulablauf ganz anders. Schon im Jahre 40 wurde unsere Schule, die jüngeren Nahgänge, evakuiert in die sogenannte Kinderlandverschickung. Kinder aus durch Luftangriffe gefährdeten Großstädten wurden in sichere Gegenden verschickt. Meine Schule kam nach Greifenburg an der Drau in Kärnten. Ein Teil blieb unten vor Ort, der andere Teil, wozu ich gehörte, kam an den Weißensee in eine Jugendherberge. Und da blieben wir anderthalb Jahre. Wir hatten drei Lehrer dabei und etwas älteren AJ-Führer, der für die Ordnung sorgte. Das war unter anderem auch der spätere Schauspieler Helmut Lange. Nach Hause, dann ging diese Gruppe in eine neue Kinderlandverschickung, ich blieb aber in Berlin und bekam dann zum Januar